Damit recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Landwirtschaftssimulator 17. Auf der Sofsnovka-Karte, ja, Bauer Xaratul und Böckelzwerg, also unser Azubi, die sind zur Weiterbildung unterwegs. Mal sehen, hoffe, die stürzen nicht zu sehr ab. Wisst ihr, wie das bei Weiterbildung immer so läuft? Und ich bin dabei, unsere Wiese ist jetzt zum ersten Mal schön gewachsen, alles gemäht. Und jetzt müssen wir natürlich, ich habe schon trocknen lassen und jetzt geschwadert. Jetzt mache ich mal Heuballen draus, weil wir müssen ja ein bisschen vorbereiten, wenn man dann unsere Lieferung mit den Kühen ankommt. Ne, da müssen wir ja vorbereitet sein und da brauchen wir ja auch ein bisschen Stroh. Und was ich jetzt auch richtig geil finde halt, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber man sieht halt jetzt schön, wie das hinten, wir sind gleich voll, wie das hinten so schön reingezogen wird und auch beim Mähen selber hat man jetzt ein paar mehr Animationen. Muss ich sagen, finde ich echt cool. Und auch wenn man jetzt auf den Acker fährt, sieht man auch richtig cool, wie da so die Reifen sich ein bisschen verformen, je nachdem. Oh, es war aber eine ertragreiche Reihe, sagen wir es mal so. Und ja, und wie halt der Dreck hochspritzt und alles sowas, das ist schon extrem cool gemacht. Also das Fahrgefühl der Traktoren und so ist in dem Teil definitiv ein ganzes Stück besser. Klar sind das alles jetzt so, sagen wir mal, gefühlt kleine Verbesserungen, aber in Summe, finde ich, ist es schon berechtigt, dass man da einen neuen Teil macht. Ich hoffe, die nehmen auch genug Geld ein, da wachsen die immer mehr und das bedeutet, es kommen immer mehr Verbesserungen pro Teil raus. Ja, das ist ganz schön zu sammeln hier, da sind wir ja ganz fix voll. Also, was ich am meisten mit feier, ist halt der Sound und halt auch die Partikeleffekte und alles so. Ist halt für mich so ein bisschen persönlich das Highlight mit, ne? Die Geräusche und der Reifendruck und auch die Verformung der Reifen beim Fahren, je nachdem, was man von Gewicht anhat. Finde ich persönlich sehr geil. Ihr seht vielleicht gerade, mein Headtracking habe ich nicht angeschaltet, weil letztens, als ich, ich kann das ja nur machen, wenn ich mein Headset aufhabe. Und letztens hatte ich halt keinen Bock, mein Headset zu tragen. Da habe ich es ausgeschalten. Das Doofe ist, man muss das halt natürlich in den Optionen. Müssen wir noch ein Stück zurück. In den Optionen muss das gemacht werden. Oh, halt, hier haben wir was liegen lassen. Müssen wir mal ein Stück. Haha! So ist das natürlich nicht gedacht. Okay. Wusste nicht, dass das so geht. Ja, muss man das in den Optionen zumindest, was ich sagen wollte, wieder einschalten. Oh, wie das schön stiebt. Und ja, in Optionen kann man das halt nur ändern, wenn man halt wieder aus dem Spiel rausgeht und dann muss man wieder neu laden und da hatte ich jetzt einfach keine Lust. Ja, und deswegen habe ich das halt einfach mal Headtracking ausgelassen. Ah, ich sehe gerade, wir haben ja noch eine ganz, ganz kleine Reihe hier. Ich mag das halt gerade auch wirklich, dass das jetzt so, wenn man so trockene Sachen halt in den Ball, in das Ballengerät, ja, einfüttert, dass es dann halt so stiebt. Also, ich habe auch ein Feld Weizen abgeerntet und da liegen jetzt auch noch ganz viele Reihen Stroh mit rum. Die muss ich jetzt demnächst mal mit auch einsammeln. Ach, was wir noch machen können. Rundumleuchte natürlich, ne, damit alle. Haben wir jetzt was liegen lassen? Nee. Mit alle auch wissen. Die Texturen vom Heu sind sehr, sehr fein. Sind sehr, sehr fein. Aber für meine Verhältnisse könnten die noch ein bisschen grober sein, ne? Weil so von der Höhe her, wenn die jetzt geschwadert sind, finde ich schon ganz cool. Sieht schön voll aus, auch wie das da hinten jetzt reingesaugt wird und so. Sehr geil. Jedoch könnte die Textur ein bisschen grober sein, weil man muss. Ah. Man muss halt sehr, sehr nah dran sein. Damit man halt auch sieht, dass das nicht einfach nur eine Matschepampe ist. Sondern auch wirklich, naja,
da eine Textur drüber liegt, meine ich. Ach Gott, was ist denn halt los, ey? Naja, deswegen wünschte ich die mir noch ein bisschen grober. Ich meine, euch betrifft das jetzt noch ein bisschen mehr, weil durchs Rendern, durchs Aufnehmen und dann zum Schluss Verarbeitung von YouTube, da geht die Qualität halt nochmal ein Stück runter. Und naja, das heißt, für euch sieht das noch mehr aus wie irgendwie komische Matschepampe. Aber ist trotzdem immer noch schöner als im letzten Teil. Und vor allen Dingen, dass es jetzt so dynamisch ist. Je nachdem, wenn man könnte es ja noch zu größeren Haufen zusammenschwadern, ne? Theoretisch finde ich halt, ist cool. Halt auch der Sound ist halt wirklich schön im Fendt hier unterwegs, ne? Da macht das ganz gut im 700er. So. Wieder raus. Wie es halt auch so schön hier reinzieht jetzt. Also, dass man das so, dass das jetzt so zu sehen ist, ist wirklich. Es gefällt mir. Es hat mir am letzten. Also, manche haben das ja schon hinbekommen. Mit Texturen im über Mods sozusagen. Aber das sah nicht so cool aus wie jetzt, weil das ja halt jetzt so dynamisch ist. Warum hier so eine flache Kante ist, wo kein Gras wächst, das kann ich euch leider nicht verraten. Das weiß ich nämlich selber auch nicht. Keine Ahnung, was da mal kaputt gegangen ist. Ja, ich habe auch schon ein bisschen freigeräumt, sozusagen. Hab halt ein bisschen mehr Platz geschafft, damit ich dann sozusagen da hinten, seht ihr schon, da sind die Heuballen drinne und in dem Teil daneben kommen dann die Strohballen rein. Und damit ich ein bisschen Platz habe, habe ich mir noch zwei Unterstände daneben gekauft, wo ich noch was unterstellen kann. Raus damit. Muss sagen, es funktioniert alles sehr gut. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, dass diese... Ist ja eigentlich recht geil, wenn man halt die ganzen Traktoren von der Farbe her verändern kann, wie man will, ne? Aber das haben ja meistens dann Modder gemacht. Also Modder haben das eingebaut, dass du dann die verschiedenen Modelle auch beliebig einfärben kannst. Und ich sag mal, ich frag mich, warum, also es scheint ja nicht schwer zu sein. Ich frag mich, warum das Giants nicht gleich gemacht hat, ne? Aber ich vermute, dass das irgendwelche Lizenzgründe gibt, dass die bei Fendt zum Beispiel nur diese speziellen zwei Grüntöne anbieten dürfen und alles und der Rest halt über Mods inoffiziell hinzukommt. Und man hat jetzt auch schon feststellen können, nicht alle Mods, die es gibt, sind auch über dieses hier Mod-Menü, was es hier im Spiel gibt, erreichbar. Also, wenn man wirklich alle... Ich weiß nicht, ob die da wirklich... Ob da Giants sagt, ja, den nehmen wir nicht. Oder sowas. Schon wieder vergessen. Also, man muss mit dem manuell abladen, ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich vergesse das schnell immer. So. Ach, sieht's schön aus, hä? Schön Ballen überall. Sieht ein bisschen dreckig aus. Ich muss mal sehen, ob ich da nochmal drüber walzen kann. Ob da noch ein bisschen bessere Wiese rauskommt. So, jetzt sind wir gleich voll. So, raus damit. Jetzt mal ausschalten. Jetzt nur mal kurz zum Testen. Das denn funktioniert. Wo war das Teil? Hier war das Teil. Musste ich das jetzt vorne heranmachen? Ich weiß es gerade gar nicht. Mal sehen. Ich muss mal kurz die Hilfe anmachen. Ja, eigentlich. Gibt es da nur Walze senken, ne? Walze senken, was macht es jetzt? Das macht Wiese.
Ist halt die Frage, ob das jetzt Wiese macht, die auch wächst, oder ob das jetzt nur Wiese macht, die halt platt ist. Das habe ich noch nicht ganz begriffen, wird sich aber demnächst, denke ich mal, mir noch offenbaren. Ansonsten muss ich da wohl mal Wiese sehen. Obwohl, wir können mal kurz in den Shop schauen. Das ist, glaube ich, diverses, ne? Feld löschen. Aha, das ist ein Mod, genau. Das müssen wir natürlich damit... Das bin ich gespannt. Also beim nächsten Mal Silo machen, werde ich diese Rolle auf jeden Fall, diese Silo-Walze mal ausprobieren. Bin ich ja wirklich gespannt, ob das dann funktioniert. Aber das ist dann erst demnächst. Erstmal müssen wir ja noch andere Sachen machen. Aber demnächst wird es dann auf jeden Fall auch mal eine große Häckselaktion geben. Ich muss auch mal ausprobieren, wie das funktioniert. Also, ob das gewollt ist oder ob das jetzt ein Bug ist. Hä? Weil... Ich zeig's euch mal kurz. Wenn man jetzt hier... Also, das ist jetzt aufgedeckt sozusagen. Ich kann ja auch jetzt hier nirgendwo mehr nochmal aufdecken sagen. Auch hier drüben nicht. Ja, also ist jetzt entweder geht das dann die Plane automatisch wieder zurück, wenn ich hier vorne das Zeug eingesammelt habe. Weil in echt ist es ja tatsächlich auch so, du deckst ja immer nur das auf, was du wegnimmst. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich deswegen so funktioniert, ne? Dass ich halt bloß von jeder Seite jeweils das Ding aufdecken darf und dann was wegnehmen und dann deckt sich das automatisch weiter auf. Da bin ich mal noch gespannt. Oder ob das einfach nur ein Bug ist. Das nächste, hier ist noch ein Berg gehäckseltes, gemähtes Gras. Da weiß ich noch nicht, ich wollte das eigentlich ins Silo mit reinfüllen, aber ich glaube, das lasse ich erstmal noch da. Mal sehen, ob ich es dann einfach mal breit streue oder... Ja, keine Ahnung. ihr seht jetzt auch hier überall mehrere solche flachen Stellen, wo halt einfach nur platt ist. Ich glaube, das kommt eventuell durch die Walze, ich weiß es nicht. Ich muss mal sehen, ob ich da irgendwie wieder Wiese herstellen kann. Das nächste, was wir jetzt gleich probieren noch, ist, ich werde jetzt mal anschalten und mal sehen, ob ich diesen großen Haufen hier einsaugen kann. Mal sehen. Naja. Ich glaube, das muss man eher ein bisschen... ein bisschen breit schieben, dann geht das vielleicht. Zeigt es mir irgendwas an? Nee. Da hole ich mal schnell. Nochmal kurz ausschalten. Holen wir mal schnell das Schild von hier vorne. Damit können wir das mal ausprobieren. Ich muss... In dem LS muss man noch viel ausprobieren und schauen, ob denn das funktioniert, wie es geht. Ihr seht auch, ist alles ziemlich schon dreckig, ne? Muss man wieder hier sauber machen, aber der Azubi ist ja gerade nicht da. Mal ein bisschen anheben hier, sonst... So, jetzt schiebe ich das einfach mal ein bisschen platt. Mal sehen. Muss ich aber, glaube ich, von der Außenansicht machen, sonst funktioniert das nicht so ganz. So vielleicht... Es ist jetzt relativ glatt geschoben. So. Gleich mal mit Schild vorne dran. Mal sehen. Ob das jetzt funktioniert? Nee. Auch nicht. Aber zu hoch kann es ja eigentlich nicht mehr sein, ne? Jetzt hat es gerade was eingesammelt, aber ich glaube, das war bloß vom... Tja, was macht man jetzt damit, ne? Der erkennt das halt, eigentlich ist das ja Heu, aber der erkennt das nicht.
Ich könnte das dann höchstens, ich werde das dann vermutlich manuell aufladen müssen. Und das dann sozusagen beim Verfüttern dann über Schaufel mit in den Futterpot werfen. Ja. Da schiebe ich das vorher aber lieber erstmal wieder ein Stück zusammen. Ist natürlich gut, dass ich das jetzt hier so verteilt habe. Muss man alles ein bisschen mit Gefühl machen mit dem Schieben. Damit man nicht irgendwie komische Effekte erzeugt. Zum Beispiel hier. Warum möchtest du das nicht schieben? Ist das unterschiedlich? Ist das was anderes? Obwohl, ich muss mir das mal genauer anschauen. Tatsächlich. Was ist denn das? Ach, das sieht aus wie Silage. Deswegen. Das ist kein Heu. Das ist, glaube ich, Silage, die noch nicht fermentiert wurde. Ah, die lag nämlich letztens damit im Silo drin, wurde aber nicht überdeckt irgendwie. Und da ich diese Haufen da ein bisschen raussortieren wollte, habe ich das mal alles auf den Haufen gekippt. Und ich dachte, das wäre Heu. Weil das nicht mit Folie überdeckt war. Dabei ist das Silage. Oh shit. Das ist natürlich jetzt, ja. Das muss ich dann später mal noch irgendwie ein bisschen... ein bisschen irgendwie sortieren, ne?